So, hallo, wir sind wieder da und wir machen heute den europäischen Tango und sind im Bereich Bronze und da gehört vor allem auch der Grundschritt in diesen Bronzebereich hinein und das starten wir für den Mann mit dem linken Fuß, die Frau mit dem rechten Fuß. Wir laufen zwei Schritte lang, lang, dann kommen drei Wiegeschritte, schnell, schnell, lang und der Abschlussschritt schnell, schnell, lang. Zeigen wir nochmal ohne Unterbrechung im richtigen Rhythmus. Lang, lang, schnell, schnell, lang, schnell, schnell, lang. Typisch für den Tango ist, dass wir nicht die ganze Zeit aufrecht stehen, sondern dass wir so ein bisschen im Knie sind und dadurch die Beine auch etwas anders bewegen können und dann diesen typischen Tango-Gang drauf bekommen. Das ist so ein staccatoartiges, sprunghaftes nach vorne gehen. Und das. Sprunghaft. Naja, wie so eine Katze, die ansetzt, um einen Vogel zu. Ja, lang, lang, schnell, schnell, lang, schnell, schnell, lang. Also ganz anders als zum Beispiel in Slow Foxtrot, wer den kennt, wo die Bewegungen alle total fließend ineinander übergehen, haben wir hier sehr akzentuierte Schrittbewegungen. Dann wäre noch wichtig, wie führe ich das Ganze? Wir wollen als Mann jetzt zwei Schritte Richtung Wand laufen. Das heißt, ich sollte die Frau mit dem zweiten Schritt bremsen. Das unterscheidet sich dann später in anderen Figuren. Also ich gehe einen Schritt und jetzt halte ich sie wieder so ein bisschen bei mir. Beweg mich von ihr weg, nehmen Sie dabei mit in den Wiegeschritt. Dabei können wir ein bisschen drehen. Das wäre jetzt eine leichte Rechtsdrehung. Und mit dem Abschlussschritt, da haben wir eine leichte Linksdrehung, geht es dann wieder in die Ausgangsposition zurück. Warum diese Art von Bewegung wichtig ist, dass ich sie so ein bisschen bei mir behalte und wieder mit mir rückwärts nehme, das wissen wir gleich, wenn wir über die Promenade sprechen. Vielleicht kommen wir gleich mal dazu, dann sehen wir auch den Unterschied. Ja, Promenade ist die zweite, also beziehungsweise die erste Figur, der ist eben war der Grundschritt, das ist ja europäischer Tango für die meisten, neuer Tanz in Bronze. Der Grundschritt besteht aus 8 Schritten. Eigentlich alles im europäischen Tango ist auf 8 oder 4 Schritte aufgebaut, so auch die Promenade. Eben haben wir nur 2 Schritte vorwärts getanzt als Herr, jetzt gehen wir 3 Schritte, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beim 4. Schritt schließen wir die Füße und drehen die Frau in eine Promenade auf, das kennen die meisten aus dem Foxtrot. Das heißt, schließen und umdrehen. Na, dass wir beide in die gleiche Richtung schauen. Jetzt bleiben die äußeren Füße eigentlich frei oder sollten frei sein. Und dann gehen wir einmal mit den äußeren Füßen, mit den inneren Füßen, drehen uns wieder zum Partner und schließen die Füße. Insgesamt sind es auch wieder 8 Schritte. Sieht dann nochmal so aus, mit Füße gezählt, nein, mit Schritte gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der Rhythmus dazu ist genau wie beim Grundschritt auch: lang, lang, schnell, schnell, lang, schnell, schnell, lang. Volker hat es vorhin schon angedeutet. Wie merkt sie, dass jetzt die Promenade kommt statt dem Grundschritt? Unterschied ist, er bremst bei Schritt Nummer 2 nicht ab, sondern er lässt sie weiterlaufen. Das heißt, wir zeigen es vielleicht mal so, dass man die rechte Hand am Rücken sieht. Wenn er jetzt nicht bremst, sie geht immer davon aus, sie soll laufen. Sie läuft, sie läuft, sie läuft und jetzt dreht er sie um. Und dann geht es weiter. Wenn er den Grundschritt tanzen wollte, dann lässt er sie nicht die ganze Zeit laufen, sondern bei Schritt Nummer 2 kommt die Bremse mit der Hand. Eins, stopp. Jetzt geht es nicht weiter. Dann weiß sie schon, okay, jetzt kommt der Wiegeschritt, Grundschritt und dann geht's raus. Das ist eigentlich das Einzige, was man wissen muss. Für die Promenade aufpassen, dass wir vielleicht die Frau nicht zu weit aufdrehen und dass die Füße wirklich auch geschlossen sind. Eins, zwei, drei, Schluss. Also so nicht. Schluss. Also auf keinen Fall die linke Schulter wegdrehen. Man denkt immer, eine Promenade entsteht dadurch, indem er sich, na, wenn ich mal kurz gesagt Herr bin, es entsteht nicht eine Promenade, indem ich mich wegdrehe von der Frau, sondern es entsteht eigentlich eine Promenade, indem ich mich zudrehe. Damit, also ich nehme sie weiter auf meine rechte Seite rüber. Nicht weg von ihr, sondern sie muss rüber in den rechten Arm. Das hätte ich auch zeigen
Hättest du auch zeigen können. Wir zeigen es mal, wie zeigen wir das am geschicktesten? So rum. Dann sieht man, was die linke Schulter vom Volker macht. Jetzt können wir gleich mal gucken, ob es richtig tanzt. Eins, zwei, drei, vier. Ach, ich war gar noch nicht so weit, aber man hat es schön gesehen, dass die Schulter, die linke Schulter geht nach vorne, nicht weg. Zeigen wir nochmal so. Eins, zwei, drei, Schluss. Ne, eigentlich. Und durch dieses Vorgehen, jetzt kann sie ja nicht mehr hier stehen, jetzt habe ich hier überhaupt gar keinen Platz mehr, also muss ich mehr in den rechten Arm. Und dann können wir auch bequem mit den äußeren Füßen weiterlaufen, innen durch und dann ist fertig. Was man jetzt aus diesen Figuren noch herausholen kann, schauen wir mal, indem wir vielleicht was weglassen. Und das ist eine schöne Möglichkeit, wenn ich mich irgendwo in eine Ecke zum Beispiel eingetanzt habe oder in Richtung der Wand. Normalerweise haben wir jetzt sowohl im Grundschritt als auch in der Promenade für den Anfang zwei Schritte nochmal für den Mann vorwärts getanzt. Den Platz habe ich nicht immer. Aber gehen wir mal weiter in den Grundschritt. Im Grundschritt käme jetzt mit dem linken Fuß begonnen von ihm der Wiegeschritt. Wiegeschritt und der Abschlussschritt. Der Rhythmus dazu war schnell, schnell, lang, schnell, schnell, lang. Also Wiegeschritt, Abschlussschritt, beides mal schnell, schnell, lang. Und wenn ich jetzt in irgendeiner Situation nicht weiterkomme mit Vorwärtsschritten, mit den Gehschritten, könnte ich einfach sagen, ich starte direkt, lasse die Gehschritte weg, starte direkt mit diesem zweiten Teil, mit dem Wiegeschritt und dem Abschlussschritt. Schauen wir mal eine konkrete Situation herein. Ich tanze mich mal so ein bisschen an die Wand heran, indem ich jetzt zum Beispiel eine Promenade tanze. Lang, lang, schnell, schnell, lang und schnell, schnell, lang. Jetzt habe ich theoretisch das Problem, weiter vorwärts geht gerade nicht mehr. Aber ich habe die Möglichkeit, mit dem linken Fuß jetzt den Wiegeschritt zu tanzen. Und mit dem Abschlussschritt könnte ich sogar um die Ecke drehen, hier mit den Sitzbänken. Dann komme ich nämlich besser noch in die neue Raumrichtung. Denn im Tango tanzen wir nicht einfach auf der Stelle, sondern wir bewegen uns immer gegen den Uhrzeigersinn, ob jetzt mit einer Promenade. Jetzt tanze ich nochmal den Wiegeschritt, damit ich nicht aus der Kamera raus tanze. Oder mit dem Grundschritt, wie auch immer. Wir tanzen im europäischen Tango im Raum von einem Punkt immer weiter zum anderen gegen den Uhrzeigersinn.